So, grüß euch. Heute sind wir mal nicht weit unterwegs. Heute nehmen wir euch mal wieder auf eine Tour bei uns hier im schönen Rottal. Und zwar sind wir jetzt in Bad Birnbach. Das Rottal wird auch bayerische Toskana genannt. Und wir haben die Tour auch noch nicht gegangen. Die haben wir auf der Webseite von Bad Birnbach gefunden. Schauen wir mal, kleine Tour, eher ein Spazierweg. Aber mal schauen, vielleicht ist er ganz interessant für euch. Ich nehme mal her, auf jeden Fall jetzt mal mit für euch. Müssten wir das wieder ausnutzen, weil der sagt schon wieder ab morgen Schnee und Regen und das im April. Jetzt war es genau zwei Tage schon wieder, Samstag und Sonntag. Letzte Woche haben wir noch, glaube am Donnerstag oder Mittwoch 10 Grad Schnee, 10 cm Schnee gehabt. Und deswegen haben wir gesagt, fahren wir heute auf jeden Fall irgendwo hier, um aussehen können. Aber heute nicht zu weit. Durch die ganze Seekrise. So, jetzt sind wir mitten im Wald. Und zwar sind wir jetzt am Wanderweg weggegangen, weil wir eine Schulter gesehen haben, Waldlehrpfad. Und den gehen wir jetzt einmal schnell. Ich glaube, er ist nicht lang und dann gehen wir wieder auf den Wanderweg. Schauen wir mal, der Ski ist, da sind lauter so Tafeln. Naja, haben wir Zeit. Ist schon wieder heute. So, jetzt ist die ganze Zeit durch den Wald hingegangen. Jetzt haben wir vielleicht noch 2 Kilometer zum Auto, oder? Jetzt geht man da wirklich die ganze Zeit an der Hauptstraße entlang. Das finde ich ja richtig schlecht. Es sind ausgewiesene Wanderwege von der Gemeinde und dann latscht er da ewig an der Hauptstraße. Das finde ich nicht gut. Gerade als Auswärtiger, wenn man sich nicht auskennt. Also, ansonsten bleibt keine Wanderwege ausweisen. Also. Hauptstraße wieder weg. Da sieht man das Wanderweg. Jetzt da durch die Bahnhöfe durch.
So, jetzt sind wir wieder im Auto, weil ich trinke gerade was. Da ist schon der Bub. Oh, genau. So. Ja, jetzt waren es 2,5 Stunden ungefähr. Ja, nicht ganz. 9 Kilometer. Ja, war ganz gut, außer das war ein Stückel an der Straße, das hat uns ein bisschen genervt. Das waren so 500 Meter, schätze ich jetzt. Und ansonsten ist aber recht, ja, hügelig, sage ich mal. Nicht bergig, aber hügelig. Also ist jetzt nicht so, dass man nur gerade dahin latscht. Aber war jetzt mal was anderes. Da hätten wir eher daheim gehen müssen mit dem Fly. Und da gehen wir eh immer jeden Tag Haufen Kilometer, immer die gleichen Runden. Und von dem her war es jetzt nicht schlecht. So, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Mich würde es freuen, wenn es euch gefällt, mir Button drückt. Und wenn ihr es uns abonniert, dann sehen wir uns bald wieder. Pfiat euch!